Broken Age Folge 7. Wir sollen jetzt alle Hinweise in diese Ding eintragen und entgegen unserer Gewohnheit wollen wir jetzt mal Vella bleiben. Wir haben aber eben schon einmal daneben geklickt und gemerkt, dass man in dieses blöde Ding gar keine Häkchen machen kann. Ja, das ist schon ein bisschen bescheuert, wenn ich sowas schon anbiete, so eine Matrix, mit der ich da mir sowas herleiten kann in dem Spiel. Dann wäre es halt auch schön, wenn ich hier direkt die Hinweise reinpacken könnte. Aber geht nicht. Oder wir machen irgendwas falsch, aber mehr wie klicken kann ich halt nicht. Deswegen haben wir diese Matrix selbst erzeugt. Du machst gerade Zeitrafferaufnahme, das ist auch schön, aber... So, Video. Genau. Und es geht los in 3, 2, Video. So, Daniel hat dieses wunderschöne Dings gemalt. Ich hatte eben auch schon versucht, es zu malen. Das ist ein Kill-It-With-Fire-Bild geworden. Und dann tragen wir jetzt einfach mal ein, was wir hier zu tun genau. haben. Wir haben im letzten Versuch haben wir schon einmal verkehrt gemacht und haben uns total verheddert. Deswegen fangen wir jetzt mit dem mit den klareren Sachen an. So, das sind die... So, was wir jetzt wissen ist, Alter 5 ist bestätigt. Ja. Also bei 5 gab es Punkte. Punkte. Und wie beim Logiktrainer man immer lernt, sobald man quasi eine Information korrekt angekreuzt hat in der Matrix, dann kann man die anderen ausstreichen. Okay. Da bleibt dann nämlich meistens nur ein Punkt übrig. Im Alter 5 gab es Punkte. So, was haben wir noch? Dann haben wir hier die Zähne. Ne, erst das hier im Alter von 8. Gab es blaue. Also hier unten. Genau, im Alter von 8 waren die Schuhe blau. Und die Mutti hat ja gesagt, es hat sich nie eine Farbe oder ein Muster wiederholt. Okay. Genau, dann haben wir hier den Wunschzettel von Shay. Looks like a note written by a little kid. Dear Shoe Fairy, thanks for the shoes. Aww, the red striped ones were cool and so were the green ones with skulls. But next year, could I please have red shoes with skulls? Please, please, please. Thanks. So, es gab erst demanding. Die roten mit Streifen und dann die grünen mit Totenschädeln. Genau, eigentlich bräuchte man jetzt hier noch so ein vertikales Raster, wo ich quasi Rot und Streifen abgleichen kann. Aber das geht jetzt hier natürlich nicht. Das heißt, wir müssen uns das wahrscheinlich erstmal merken. Ich schreibe das jetzt mal auf. Rot plus Streifen und darauf waren es Grün plus Totenschädel. Und Rot und Totenschädel hat er gern gehabt. Aber das gab es nicht, weil ja Moody sich nie wiederholt hat. Ja. Gut, dann haben wir hier, was haben wir denn noch? Was ist das hier noch gleich? Da ist auch noch irgendwas Wichtiges? Safety Award, Footwear Category. Nee. Ist da oben noch irgendwas zu gucken? What a sad sack. Genau, hier ist natürlich das Bild. These people had giant monster spaceship technology before they perfected color photography. So, was wissen wir jetzt da? Genau, dass er in dem Alter, wo er die Zähne verloren hat, waren die Totenschädel auf dem Schuh und wir gehen jetzt mal davon aus, dass das nicht sein Alter ist, sondern dass es die Schuhgröße ist. Aber witzigerweise ist diese Matrix, die wir angelegt haben, nur bis Größe 6. Genau. Es gibt nicht bis Größe 7. Wir kriegen aber eine Info, dass die Schuhe innerhalb von einem Jahr sehr, sehr groß gewachsen sind gleich noch. Das heißt, ich würde jetzt erstmal eintragen, dass... Moment, jetzt schauen wir, damit wir das abgleichen können, hier nochmal nach. I wonder if he lost his first teeth by licking a moving beater, like I did. So, das sind im Alter von 6 Jahren. Hat er seine Zähne verloren, das heißt, er muss auf dem Bild 6 Jahre alt gewesen sein. Das heißt, er hätte... Und dann Totenköpfe. Genau. Alter 6, die Totenköpfe. Und wir wissen ja, die Totenköpfe müssen grün gewesen sein, weil er das ja gesagt hat. Das heißt, er muss im Alter von 6 auch die grünen Schuhe gehabt haben. Mhm. Gut. Und wir wissen, dass die Schuhe da Größe 7 hatten. Das heißt, jetzt wenn wir das hier noch durchlesen. Looks like some sort of medical report. Metabot exam report. Patient continues normal healthy development. Unlike his first 5 years, this year has been marked by a remarkable growth spurt. In 1 year, he has grown 2 inches taller and gained 3 shoe sizes. Splark therapy appears to be working. Also wie, er war im Alter von 6 Jahren hat er Schuhgröße 7, also hat er im Alter von 5 Jahren Schuhgröße 4. Genau, 1, 2, 3 Nummern kleiner, das heißt er hat jetzt... Im Alter von 6 Jahren. Warte mal, Alter von 6 Jahren hat er Schuhgröße 7, das schaltet aber aus, Alter von 5 Jahren hat er Schuhgröße 4. Oder? Das stimmt, ja. Kurz nochmal, genau, im Alter von 6 wäre hier eigentlich die Schuhgröße 7 gewesen. Er geht aber 1, 2, 3 zurück, ein Jahr früher, das heißt, hier muss er Schuhgröße 4 gehabt haben.
So. Was heißt das jetzt? Warte mal, schau mal hier nochmal. Ich bin Lotto-Millionär! I just have to put them together to fill out this chart. Genau, und das sind halt alle Infos, die wir haben. Und das müssen wir jetzt theoretisch abgleichen mit dem, was Mutter sagt. Also ob man da irgendwas ausschließen kann. Na dann gucken wir nochmal hoch zur Mutti. Weil wir können jetzt auch, also es bleiben halt hier jetzt noch die Möglichkeiten, im Alter von 5 Jahren waren die Schuhe entweder rot oder lila. Mhm. Wobei, Moment, wir können ja aus dem einen noch was herleiten. Was denn? Er sagte ja, und das ist genau das, was irgendwie so irritierend ist, wenn er im Alter von 6 Jahren die grünen Schuhe hatte, und im Alter vorher meinte er, ja, ich hatte die mit den Streifen, dann kann das ja schon nicht sein. Ne? Aber er sagte, dass es im Jahr vorher war. Ach, spannend, das war dann sein ersten, gell? Das ist halt die Diskrepanz, das verstehe ich nicht ganz. Weil wenn er 6 Jahre alt war auf dem Bild und die grünen Totenkopfschuhe anhat, dann muss er ja im Jahr davor, Moment, wie er hier sagt, die rot gestreiften gehabt haben. Looks like a note written by a little kid. Dear Shoe Fairy, thanks for the shoes. Aww, the red striped ones were cool, and so were the green ones with skulls. But next year, could I please have red shoes with skulls? Please, please, please. Und das verstehe ich halt nicht. Shay, sheesh, demanding. Zeig noch mal kurz, lass noch mal hören. Das hier. Looks like a note written by a little kid. Dear Shoe Fairy, thanks for the shoes. Aw, the red striped ones were cool, and so were the green ones with skulls. But next year, could I please have red shoes with skulls? Aber nur dann, wenn du davon ausgehst, dass es wirklich direkt aufeinanderfolgend ist. Demanding. Vielleicht lässt er ja absichtlich welche aus. Ja, aber er hat ja, selbst wenn er auf dem Foto 6 ist, und das sehen wir ja, und die Totenköpfe anhat, dann wäre er ja, wenn es noch 2 Jahre früher die rot gestreiften gewesen wäre, dann wäre er ja 4 gewesen. Aber er hat ja, die ersten Stiefel, die er bekommen hatte, das war ja mit 5. Mhm. Das sind ja die mit den Punkten, die hier. Shay's first space boots. Das heißt was? Das heißt, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. We done fucked up or what? I can't tell what color they are. Also ich verstehe es gerade nicht mehr, ehrlich gesagt. Lass mal zur Mutter raufgehen, so mal ausprobieren, was wir rausgefunden haben. Ja. Das ist echt, echt schwierig. So. Da schwillt dir gleich der Kopf vor lauter Anstrengung. Da schwillt mir gleich der Kamm, du. Das ist bestimmt voll der einfache Denkfehler und ihr habt es natürlich längst erkannt. Aber haben wir es nicht schlüssig hergeleitet? Bestimmt. Also reden wir mal mit Mutter. Hello in there. Who's out there? I can barely hear you. Do I sound more like Shay? I mean, myself now? Maybe, but I... You sound so strange. If you don't believe I'm Shay, I'm leaving. Oh, I just don't know what to believe right now. My son would understand that. Maybe. Hello in there. Who's out there? Hä? Ist der Kopf jetzt wieder kleiner geworden? Do I sound more like Shay? I mean, myself now? Maybe, but I... You sound so strange. If you don't believe I'm Shay, I'm leaving. Oh, I just don't know what to believe right now. My son would understand that. Oh Mann. Maybe. Das heißt doch, welche Tür muss ich jetzt, um wieder größer zu werden? Welche war die? Teleporter nochmal fahren. Und welche? Ja, weiß ich nicht. Die pennt. Die pennen alle, dann muss ich nochmal zu dem einen.
Ganz schön lästiges Rätsel mit der ganzen Rennerei. Jetzt pennt die aber auch. Jetzt pennt die. Hey Mel. Hey Mel. It's so nice to de-res new people. Make sure to give me a 5-star review, okay? Now it's even bigger. Don't push it, honey. Come back through me before you pop. Ja, weiter. Aber jetzt ist er ja genau, jetzt ist er ja schon groß genug. Ja, ja. Versuch gerade nochmal rückwärts zu denken, weil, also wenn man mal ganz einfach anfängt, die ersten Schuhe waren die gepunkteten. Und nach unserer Matrix könnten die gestreiften dann frühestens die im Alter von 7 gewesen sein. Mhm. Wenn mit 6 Jahren die mit den Totenköpfen waren, was ja das heißt, was die sein müssen wegen den Schneidezähnen. Aber er sagt ja, er spricht von den, naja, vielleicht sagt er in der falschen Reihenfolge die einfach in diesem Satz, wo er sich in die Zahnfeder hat, er die halt schon, aber er spricht erst von den. Ja, aber es gab ja nur ein Paar, was er vor denen auf dem Foto mit den Totenköpfen gehabt haben kann. Mhm. Weil er hat die ersten gekriegt, als er 5 war, und auf dem Foto muss er 6 gewesen sein. Ich weiß nicht, kann es auch ein Logikfehler sein, dass die davon ausgehen, dass das Kind ein Jahr ohne Zähne rumläuft? Das glaube ich nicht. Milchzähne, die wachsen, also Zähne wachsen doch, brauchen doch kein Jahr, bis sie nachwachsen. Ja. Hi, it's me, Shay. What was that last question again? I used to make my son new space boots every year until his 9th birthday, when he insisted on machine-made boots from the replicator. As he would surely remember, I tried to keep things fresh by never repeating a color or a pattern. So, please tell me, what was the color, size and pattern of his very first space boots? Naja, die Größe wissen wir ja, das muss ja die 4 gewesen sein, wenn er dann mit 6 Jahren. Die Größe 7 also hatte. Im Alter von 5 ist es ja Größe 4. Ist das haben wir zumindest schon mal hervorgehoben. Die Farbe wissen wir nicht. Das kann lila oder rot sein. Genau, und er hat von rot gestreiften geredet. Das heißt, das muss eigentlich lila gewesen sein. Mach mal lila. Purple. And the size? Größe 4. Size und die Punkte, four. Dann sind das die bronzierten, oder? Genau. Polka dot. Ja! Ha! Und trotzdem glaube ich, dass ein Logikfehler irgendwo drin ist. You're not a computer. You're not Shay. Woo. Oh. Who are you? What have you done to our ship? Where's my son? Oh, da sind sie auf dem Foto. Mhm. Who are you, and why have you been kidnapping girls with this ship? Are you insane? Where is the big mom computer that controls this ship? Mom computer? What are you talking about? My name is Bella Tartine. I shot down your ship. What? Why? We are an unarmed deep space vessel on a peaceful mission. I want some answers. Me too. The wolf told me about you. Okay, now just calm down. Need some help. You are not in space. Look at that window. Well, not anymore. You shot us down. No. You were never in space. It's all fake. The stars are on the inside. On the outside, you're a monster. But... She's right, my friend. There he is. That's the wolf I was talking about. That voice. Hey, why aren't you trapped under that junk anymore? I am no wolf, am I, Hope? I'm an old friend. Marikai, what are you doing here? I'm here to finish Operation Dandelion for you. I'm sorry that we had to keep some aspects of the mission secret from you and your family. But how are you
You said our world was dying. It was, but then you went forth and found our salvation, as so many have before you. The Mogs. Sorry about the outer space theatrics. Just a precaution to save you from the temptation to go native, as some of your predecessors did. We were never in space? No. Laruna is a great empire unto itself, but is part of this very same planet. Beyond the Plague Dam. Funny you should mention that, Bella. Because here we are. Now, while I prepare the ship for sterilization, you two sit tight and relax, and know that you are contributing to the well-being of many generations to come. Captain! Up here! I'm a weapon! Tja, das war ja jetzt ganz schön überraschend, dass der gar kein Wolf ist und ich stammel vor mich hin, um mir eine Abmoderation aus den Fingern zu saugen. Ja, das wird der ganzen Logik, das hat uns jetzt einiges an Hirnschmalz gekostet und euch einiges an Nerven wahrscheinlich. In der nächsten Folge sind wir wieder da, aber deswegen auch nicht cleverer als jetzt. Bis dann. Tschüss.